Aus dem fernen Japan waren sie angereist, um Bad Krozingen kennenzulernen. 14 Männer und Frauen aus Taketa Naoiri, der südjapanischen Partnerstadt Bad Krozingens. 10 Tage lang standen Stadt und Region auf dem prall gefüllten Besuchsprogramm. Ihr Besuch in Deutschland war eine neue, positive Erfahrung für die Gäste. Ich war sehr überrascht, als ich zum ersten Mal in Deutschland war, weil die Gebäude so anders aussahen. Ich habe bisher in meinem Leben nur japanische Häuser gesehen. Und da dachte ich, das ist wie in einem Märchen, in einem Bilderbuch. Ich bin zum ersten Mal hier. Alle Menschen sind so nett und die Natur ist herrlich. Das mag ich sehr. Die Menschen sind sehr nett und hilfsbereit. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Den Abschluss ihres Besuchs in Bad Krozingen bildete ein gemeinsames Essen der japanischen Gäste mit den Gastfamilien, Bürgermeister Dr. Eckhard Meroth und dem Vorstand des Vereins Verbindung International Bad Krozingen im Restaurant Bambusgarten. Zu Ehren der Gäste spielte ein Ensemble der Musikhochschule Freiburg auf. Roland Hinderle, Fachbereichsleiter Bildung, Familie und Sicherheit sowie internationale Angelegenheiten, sieht die Beziehung der beiden Städte als Bereicherung für beide Seiten. Das zeigt sich schon darin, dass wir ja jetzt im 22. Jahr der Freundschaftsbeziehungen sind und die Bürgerinnen in Bad Krozingen und Bürger, die sich für Japan interessieren, diese Schar nimmt ständig zu. Wir stehen seit 22 Jahren im regen Austausch mit Bad Krozingen, sagte Katsui Shuto, der Bürgermeister von Taketa. Er sehe den Fortschritt in der Stadt jedes Mal, wenn er nach Bad Krozingen komme. Nach einem gelungenen Abend stimmten Gäste und Gastgeber gemeinsam in fröhlichen Gesang ein. Der Gegenbesuch in Japan wird voraussichtlich Ende September 2012 stattfinden.